Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. René, Ich melde bin dich. da, ist doch gut. Ist schön, schön. Ja, wir haben in der letzten Folge angekündigt, wir machen einen Ausbruchsversuch. Und da haben wir das natürlich jetzt auch gestartet. Wir starten in unserem Gefängnis-Bus-Transporter-Dingens-Bummens-Kirchens da. Sag Bescheid, wenn du Play drückst. Ja, und mache ich gleich. Und ja, also wir müssen, Ziel ist es, sich einen Tunnel zu graben und wegzukommen. Ja, Tunnel muss nicht sein. Du kannst auch über die Straße und so, also durch das Tor und so, kannst du aufbohren mit Bohrmaschine, alles. Das funktioniert auch. Ja klar, aber der Nachteil daran ist dann halt wieder, Ich hab da Sniper stehen. ja, ich auch. Und die Gefahr ist halt viel zu hoch, dass wir direkt sterben. Ich gehe sowieso drauf. Ich weiß das schon. Ich habe so übertrieben da mit den bewaffneten Wachen. Und jetzt haben die normalen ja auch noch AK-47s. Oh Mann. Ja, also ich drücke jetzt auf Play. Habe ich auch. Ich werde jetzt reingefahren. Ich auch und ich heiße Pennington. Ich heiße White. Mit der Nummer 86 46 53. Ruf mich an heute Nacht 22288. Werbung! Aber weißt du, ich komme gerade rein. Einer im Sniperturm, einer mit bewaffneten, also mit Schrotflinte. Ich werde Bei das mir nicht ist packen hier. schon wieder keiner am Tor, Alter. Ich darf jetzt wieder 10 Tage warten. Ja, bei mir war auch Ah, keiner am jetzt Tor. kommt Der einer. Typ mit der Schrotflinte hat aufgemacht. Bei mir kam jetzt einer. Ich bin jetzt vorm Gefängnistor. Ich bin normale Gefangene und du? Also noch nicht hoch, sondern normal halt. Ich bin orange. Ja, ist normal. Ja, ich werde jetzt reingebracht. Boah, ich werde von Security weggeschubst, Alter. Ich habe ja noch diese Special Force hier. Wo bin ich denn da? Ich stehe hier ganz alleine. Ich drehe mich mal eine Runde. Ah, jetzt werde ich abgeführt. Mein Gott, geht das langsam. Ich spule doch ein bisschen vor. Ich mache das aber nur auf zwei Häkchen, weil sonst ist es zu schnell. Ja, ich bin jetzt schon Rezeption und ich habe auf 1. Ja, da komme ich auch hin, gerade. White Man ist auch eingeliefert worden, Gangmitglied. Na, jetzt stehe ich dumm rum. Ich werde gleich ausgezogen und kontrolliert. Ich werde jetzt kontrolliert gerade und ausgezogen. Dürfen wir das eigentlich so zeigen? Ist ja Was nicht denn? zensiert, diese nackten Frauen da. Ich bin hier gerade Ah, nackig. hast du doch schon öfter gezeigt. Hast du doch extra Da hier rangezoomt mein in einer Popo. Folge. Ach ja, stimmt. Das ist Comic. Ich schätze mal, das ist nicht schlimm. Okay. Ah, ich krieg natürlich den Zellentrakt unten. Wieso stehen da Betten vor der Tür, Alter? Was ist denn hier los? Wurden bestimmt die Arbeiter geschlachtet, als sie das gerade machen sollten. Man kann ja auch die Arbeiter verprügeln. Ja, man kann da jeden verprügeln. So, meine Zelle wurde zugeteilt. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zur Zelda. Werde jetzt hingetragen. Ich auch. Danach darf ich mich frei bewegen. Ich bin gerade beim Essen. Also, Ja, der Weg in Essenszeit. die Zelle ist sehr weit. Ich habe jetzt auf mal 2 gemacht. Ich habe auch mal 3 gemacht jetzt. Ich werde im Ausbruchsversuch alles auf 1 lassen. Wer sagte diese weisen Worte? Ja, aber ich kann auch nichts dafür, ja. Sie Dafür. laufen so langsam. Ja, ist so. Aber die Ich Frage meine, ist ja, wie laufen die überhaupt? Die haben gar keine Beine. man kann rennen, aber nur für eine ganz, ganz kurze Zeit. Mit Shift war das, ne? Aber lasst mich hier mal raus, hallo. Ja, Dankeschön. Ja, mit Shift. Aber da kriegst du nur so einen Schub, so, weißt du. Ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Da, Krankenstation. Ah. Oh. Alter, die ist richtig schnell, Alter. Cool. Ah, weil ich auf mal 2 hab, ich Ah, ich Rosten. wurde direkt getasert, Alter. Ich habe nur einen Punkt gekriegt. Ich konnte keinen töten. Laber, Dreck getasert. Ja, Mann. Mit Maustaste ist Boxen, ne? Ja, habe ich gemacht. Der Typ macht das Tor nicht auf. Ah, jetzt. Ich werde abgeführt. So, jetzt werde ich mal eben. Ah, Die ich bin hart und schnell. dünnen Gut. Ärzte, sind Das die habe ich schon mal. zerbrechlicher oder sind die alle gleich breit? Was? Die Ärzte so, wenn ihr zum Beispiel so eine breitere hast, weißt du? Aber Ich die weiß heilen sich die nicht. ganze Zeit gegenseitig auf. Ich habe jetzt auf jeden Fall
Meine Strafe kann ich gar nicht sehen. Ah, dann machen wir mal hier hin einfach. 42 Stunden. Ich bin tot. Scheiße, ich habe 42 Stunden. Ich bin tot. Laber. Ich bin tot. Warum? Ich bin tot. Was ist das denn? Aber die haben meine Zelle aufgelassen, die Idioten. Ich bin tot. Hä, der schickt mich jetzt weg. Wo komme ich hin? Oh nein, ich komme Einzelhaft. Ich komme in die Einzelhaft. Scheiß Dreck. Und ich kann nicht überspringen, ich habe meinen Punkt schon ausgegeben. Ich bin tot. Aber warum? Spielende. Ja, hier ist wirklich so, ist kein Witz. Dann mach nochmal. Nee. Ja, was willst du denn jetzt machen? Ja, warte. Ich mach gleich nochmal, aber ich will dir das erst erzählen. Ich habe die Ärzte geboxt, da kamen andere Ärzte und haben die wieder gespritzt, damit der wieder gut geht. Dann kamen da drei Leute mit Schrotflinte und dann ging nicht gut aus. Scheiße. Und ich wollte gerade noch mehr machen, weißt du. Gott sei Dank habe ich bei 82 gelassen. Ja, ich versuche jetzt noch einmal, aber ich habe gewusst, ich bin scheiße in dem Modus. Was ist das denn für eine Scheiße hier jetzt? Wie viele Stunden hast du eingestellt? Ich habe jetzt 42 Stunden bekommen. Alter Schwede. Scheiße. Da ja, jetzt heiße ich Roach. Und warte vorm Zoom-Tor. Ah, jetzt ist auf. Nicht meine... Ah, nee, das, nee, die ist ja weg. Die hat nichts mehr damit. Scheiße, ich habe da Mist gelabert. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, ob meine alte Leiche noch darum liegt. Aber das ist ja neu geladen. Na. Das ist nicht wie bei Gary Smart, da dein lebloser Körper noch rumliegt. Leblose Teletubbies. Ja. Oh nö, Alter. Jetzt habe ich noch 39 Stunden vor mir. Die hat denselben Namen wie ich. Aber die hat ein Kind. Ich nicht. Ja. Das ist bestimmt eine Frau. Zwei Frauen, ne? Ja. Mann, was ist das für ein Bullshit, Alter? 42 Stunden, Mann, das. Wie hält man das aus? Ich habe gesagt, du übertreibst mit deinen Dings. Du hattest ja einmal sogar, da hast du Prison Architect gerade gekauft. Da hast du das sogar auf 100 Stunden und so gestellt. Das weiß ich noch, Alter. Ja, da habe ich aber noch nichts von dem Ausbruchsmodus gewusst. Ja, aber da musst du mal spielen. Oh nee, jetzt krieg ich die letzte Zelle in der letzten Ecke. Ah, doch nicht. Boah, nee, Mann. Jetzt kann ich auch nichts machen, weißt du. Ja, ich bin jetzt wieder frei. Das Einzige, was ich machen kann, hin und her laufen in meiner Zelle. So. Ich versuche jetzt erstmal mit Betten kaputt hauen, wa? Ja, ich kann mit Handschellen leider nicht hauen. Ah, hier sind überall Bewaffnete. Ey, hier sind 5 Stück auf einem Gang. Das macht doch keinen Spaß. Ich boxe die, glaube ich, die White, oder? Nee. Besser nicht, da ist jemand mit Schrotflinte. Deswegen ist das gut, dass ich die Mod für die anderen auch noch habe, weil mit einer AK machen die nicht so viel Schaden wie mit einer Schrot. Da bist du nicht direkt tot. Ja, ich zettel erstmal eine Massenschlägerei an. Ich glaube, das macht richtig Bock. Aber hier sind überall welche mit Waffen. Ich hatte auch letztes Mal Massenschlägerei im Krankenhaus. Bin bewusstlos, ich lebe aber noch. 3 Sniper haben auf mich gezielt. Dann wurde ich Gott sei Dank, bevor die Sniper-Schüsse kamen, noch getasert. Ich habe 13 Stunden gekriegt. Hast du wenigstens einen Punkt? Ja, aber den wollte ich eigentlich nicht dafür ausgeben. Aber hier ist, ich habe 2 Leute getötet, ich weiß nicht wie. Plötzlich waren 2 tot, ich weiß nicht, ob das die Polizei war. Keine Ahnung. Ich hab das jetzt übersprungen, wa? Du Glücklichen. Dass ich das noch überlebt hab, das ist Glück. Na, ich boxe jetzt erstmal die hier in ihrer Zelle. Aber hier ist jemand mit Schrotflinte. Egal. Und gleich wieder. Ich bin tot. Ne, ich bin getasert. Die boxt mich weiter, obwohl ich noch... Weißt du, ich bin bewusstlos, boxt die mich noch. Mein Gott, noch 33 Stunden. Das gibt's nicht. Und ich hab schon noch volle Pulle, weißt du? Ich werde hier gerade liegen gelassen. Egal, du hast es verdient.
muss das irgendwie anders machen. Ja, wenn du Dingens machst, ne, wenn du ein Bett kaputt machst, kriege ich bei mir nur 2 Stunden. Ja, so wird das nichts. Ich habe immer nur einen Rufpunkt und den muss ich dann für die Strafe ausgeben. Wie hast du denn letztens so viele gekriegt? Das Problem ist, die sind auch Ja, überall Polizisten, ich wa? habe so viele gekriegt, weil ich die Ärzte alle umgebracht habe. Ja, aber ich habe da jemanden mit Schrotflinte vor der Haustür. Das funktioniert Ja, nicht. bei mir stehen auch 2 Wachen mit Schrot. Also, jetzt haben sie keine Schrotflinte mehr. Die stehen auch bei mir direkt vor der Krankenstation. Soll ich hier eine Massenschlägerei im Postraum anzetteln? Hier ist gerade kein Bulle. Ja, mach mal. LOL! Ich bin bewusstlos, fast tot! Da wurde einer umgebracht mit der AK. Die ich geboxt habe. Die hat mich zurückgeboxt, da wurde die erschossen. Aber ich habe wieder nur einen Rufpunkt gekriegt und den muss ich jetzt wieder für die Strafe abgeben. Das verstehe ich nicht so, finde ich scheiße. Ja, du musst das clever anstellen. Geht hier nicht, wenn du so viele Wachen Du musst, hast. Du musst die Strafe, wie viel hast du gekriegt? Wie viele Stunden? 12 Stunden sind das immer. Ja, dann scheiß drauf, setz die ab, mach das. Und setz die für Stärke ein, erstmal den Punkt. Mach deine Stärke, dann bringst du die schneller um. Weißt du, im Postraum steht überall die Arbeiten, die machen gar nichts. Komm schon, noch 28 Stunden. Also für Stärke, sagst du? Ja. Was ist denn hier los? Alter, eine wurde noch umgebracht. Lava. Schnell habe ich schon, aber hart. Ich auch. Ich hab, also stark oder hart, was sagst du? Mach stark. Ich habe vorher schon gehabt, man kriegt ja immer ein so ein Ding, das ist schon fertig, ne? Da muss man nur noch mit 5 aufrüsten, mit 5 Punkten und dann ist ja Maximum. Man kann 2-mal aufwerten und so was. Naja. Ich habe vorher schon gehabt, hart und schnell. Jetzt muss ich nur noch tödlich machen, weil dann bin ich sowieso der King. Dann bin ich die Stärkste im Knast. Oder der. Das kann man jetzt so auslegen, wie man es gerne möchte. Weil in dem Spiel bin ich ja eine Frau. Du musst in der Kantine mal eine Schlägerei anfangen. Das wird richtig witzig. Boah. Ich bin halb verletzt und werde noch in Einzelhaft gesteckt. Ah, jetzt kommt der Arzt, rennt an meiner Tür vorbei. Noch 25 Stunden. Scheiße. Das ist ja eine ziemlich langweilige Folge. Fuck. Gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ich feier das gerade total. Ich habe gerade einen Nachteil von Shadowplay. Habe ich die grüne Zahl, also den grünen Punkt, habe ich jetzt genau darüber, wo die Zeit steht. Ja, deswegen habe ich mir das ein bisschen, da habe ich mir direkt neben die Uhr gezogen. Wie geht das? Einfach ziehen. Da unten rechts in der Ecke ist so ein kleiner Pfeil, dann kannst du das. Hab's. Ah, 5 Stunden noch, geht ja. Ja, du glücklicher Alter, ich habe noch 23 Stunden vor mir. Ich kann leider nicht überspringen. Aber er macht einen schönen Sound. Yeah. 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 Das gibt's jetzt nicht. Oh, wieso ist das jetzt wieder auf 1, Alter? Das ist, wenn du Dingens machst, Maustaste drückst. Nee, wenn ich irgendwas anders mache, zum Beispiel, wenn ich auf Überspringen drücke, dann geht wieder auf 1. Deswegen. Scheiße. Geil, jetzt geht das ja wieder schneller. Boah. Noch 3 Stunden bin ich raus. Noch 21 Stunden bin ich raus. Bringt bei mir aber sowieso nichts. Aber ich habe jetzt eine Stärke, habe ich jetzt. Aber Polizisten kann ich immer noch nicht wegtreten, wa? Nein.
Da musst du tödlich für einsetzen. Dann kannst du. Wo kann man denn richtig viele Punkte mal eben sammeln so? Also Krankenhaus geht bei mir nicht, weil da ist direkt jemand mit Schrotflinte. Weißt du, was ich manchmal höre? Du kennst das ja, wenn du selber, also bei uns in der Let's Play Welt, dann baust du so ein Gebäude und wenn das fertig ist, kommt wieder so ein Geräusch, ne? Wie das dann komplett entsteht. Das höre ich bei mir hier im Spiel jetzt auch im Hintergrund manchmal. Baut das Spiel den Knast weiter? Keine Ahnung. Ich weiß das nicht, wa? Aber ich höre das auch, ja. Das kommt nur, wenn ein Gebäude errichtet ist. Also müsste theoretisch das Gefängnis größer werden. Aber nur theoretisch, praktisch nicht. Oh, bei mir geht die Tür auf, noch 40 jetzt Minuten. Jetzt ist das bei mir auch. Da die ganze Zeit. Irgendwann wird da fertiggestellt die ganze Zeit. Ich hab den Ton gerade durchgehend. Ich bin raus. 10 Minuten noch. Ich noch 18 Stunden. Cool. Nein. Ich drück jetzt einfach auf das Kreuz. Truppenmitglied entfernen. Bin ich raus. Lava. Ja, dann bin ich raus, aber will ich nicht. In der Dusche kann man gut. Also wenn ein Objekt kaputt ist, bekommt man einen Punkt. Was hält denn so ein Duschkorb aus? Eine Menge. Oh, komm, Alter. Jetzt ist bei mir Schlaf. 2 Uhr nachts. Bei mir ist gerade Hof. 5 Uhr nachmittags. Aber noch 17 Stunden, Alter. Ich zettel jetzt eine Massenschlägerei an in der Dusche. Ja, da kannst du auch gut Punkte machen. Die Dusche wird auch nicht bewacht, so wie es aussieht. Die Dusche wird bewacht, scheiße. Problem ist, die pennen alle noch. Ich habe das so eingestellt, dass die, also 6 Uhr ist dann Freizeit und 7 Uhr ist Duschen. Habe ich noch nicht geändert. Das ist nämlich eigentlich voll der Mist, das brauchst du nicht. Meinst du Freizeit? Naja, also nach dem Aufstehen Freizeit, weil die pennen alle eh weiter. Ich habe gedacht, die machen sich schon mal langsam fertig, weil im neuen Knast, ne, das werde ich ab jetzt immer so machen, sind die Wege nicht mehr so weit, weißt du, dann brauchen die eine Stunde, um bis zur Dusche zu laufen. Und im neuen Knast brauchen die nur 5 Minuten, weil die nur ein Block vom von der Zelle weg ist. Hm. Ist besser, echt. Ich hasse das, waren noch 14 Stunden. Was ist das bitte? Aber ausgerechnet ich, weiße Dreck, gerade gestartet. Und dann 14 Stunden Einzelhaft, 42 Stunden Einzelhaft. Ja, ich war direkt tot. Na, die kommen jetzt, es geht los. Da soll ich hier echt Massenschlägerei anfangen? Ja, mach mal. Oh Mann, ja, ich lasse die erstmal alle reinkommen. Ja, jetzt sind sie alle drin, glaube ich. Ne, da kommen auch richtig viele. Ja, kommt mal rein, alle hier. Ich will euch... Alter, hier ist schon was gewesen, obwohl ich noch nichts gemacht habe. Egal, mach einfach mit. Alter! Noch 12 Stunden. Scheiße. Was denn? Ich bin schon bewusstlos, fast tot. 8 Stunden, ne, überspringe ich den Scheiß. Siehst du, ich krieg das nie hin. Einen Punkt habe ich nur gekriegt, obwohl ich voll viele Leute geboxt habe. Ich mache jetzt meine Toilette kaputt, das reicht mir jetzt. Ich mache jetzt meine Toilette kaputt. Die hält ja voll viel aus. Scheiße. Und ich hänge hier noch bei 11 Stunden und ich kann einfach nicht überspringen. Scheiße. Hätte ich den Punkt mal doch ausgegeben für die Übersprengung. Ey, jetzt habe ich keinen Punkt gekriegt, obwohl ich den... Nee. Ah doch, einen habe ich jetzt. Boah, ich wäre fast ausgeflippt. Boxen. Hä? Was ist das denn? Ich habe den einmal geboxt, war ich direkt bewusstlos. Der hat sich noch nicht mal umgedreht. Und wieder den einzigen... Hallo. Den einzigen Punkt, den ich gekriegt habe, direkt einsetzen für... überspringen. Ich kriege immer nur einen Punkt, habe ich keine Lust mehr drauf. Und hier ist irgendwo eine harte Durchsuchung. Ah, in der Dusche, Alter. Scheiße, was ist denn hier los? Tote. Bewusstlose. Aber die Sniper sind gefährlich, da darfst du keinen Mist machen, ey. No. Soll ich mir die Leichendinger kaputt treten? Komm, mach ich das jetzt hier, ey. Die Leichendinger, wie heißen die nochmal? Leichen. Ah, hier sind Bewusstlose. Ja, ja. Da liegt eine Spritze.
Wofür ist die? Um mich selbst zu vergiften? Nee, damit kannst du die Leute schlagen. Stichst du dir jemanden? Wie kann man das Ding wegpacken? Gar nicht. Doch, man kann das irgendwie wegpacken. Doch, ja, einmal draufdrücken. Ja. Hier liegt eine Schere. Kann man die damit abstechen? Ja. Lava. Ja. Noch 8 Stunden, 7 Stunden nur noch. Gott sei Dank, ja. Also kann ich ja gleich jemanden abstechen mit der Schere. Macht die viel Schaden? Keine Ahnung. Ich habe keine Schere benutzt. Ich bin immer in die Waffenkammer gestürmt. Da läuft ein Sniper an mir vorbei. Aber der kann nicht schießen, wenn er nicht im Turm sitzt. Ne? Hey, der Geschäftsführer ruft mich an. Was ist das denn? Was ist das denn? Lass mal dran gehen. Mach mal. Ihr Rechtsanwalt hat ein paar Dokumente eingereicht, die sie vor den Konsequenzen für dieses Chaos schützen. Hä? Der denkt, ich wäre der Chef. Was ist das denn? Bringen Sie Ihr Gefängnis auf Vordermann. Hallo, ich bin Gefangener. Was ist denn hier los? Gibt's denn hier den Unsinn? Noch 6 Stunden. Ja! Ich habe eine Schere. Ich will aufpassen. Und wieder eine Folge voll verschwendet in Einzelhaft. Warte, wo gehen die jetzt alle hin zur Arbeit? Ja, ich gehe die alle im Postraum abstechen. Oh, nö. Aber egal, noch 5 Stunden und dann bin ich raus. Also mit der Schere kann ich jetzt Leute abstechen, ja. Ich klau gleich auch mal irgendwas und dann geht's los, Alter. Ja, ich bin direkt bewusstlos, was ist das denn? Aber ich glaube, ich stürme mal eben in die Waffenkammer, klau mir eine Waffe und dann renne ich in die Ärztekammer und dann. Das ist ja cool, in der Waffenkammer Revolver, Taser, Schlagstöcke, AK-47, Schrotflinte, findest du da alles. Das Problem ist, wenn ich... Ah, jetzt sind mir alle Sachen abgenommen worden, weil die meine Sachen durchsuchen, die Spastis. Los, ich muss hier rein, weg da! Jetzt bist du bestimmt auch eingesperrt, wa? Ich konnte überspringen. Ich habe wieder nur einen Punkt gekriegt, obwohl ich die jetzt schon mit der Schere misshandelt habe. Aber hier liegt auch nichts im Krankenhaus rum. Tür auf, ich muss in die Leichenhalle. Noch zwei Stunden und dann versuche ich mal ein Massaker und dann beenden wir die Folge für heute. Ja, ich versuche eben noch einen Arzt abzustechen. Nur noch eine Stunde. Ja, okay, 2 Stunden. Mann. Ich komme wahrscheinlich schon wieder in Schlafenszeit, komme ich wieder raus und dann muss ich schlafen gehen. Ich steche jetzt die Ärzte ab. Die heilen sich gegenseitig hoch, was ist das? Nur noch 59 Minuten. Ah, ich bin schon wieder bewusstlos und ich habe keinen Punkt gekriegt. Noch 39 Minuten. Ich komme raus. Eine halbe Stunde nur noch. Nee, ich krieg das irgendwie nicht hin hier. Ach, das wird schon. So, 5, 4, 3, 2, 1 und lass mich raus! Ja. Ja, ey, mach mir mal die Handschellen los. Hallo. Ich hab immer noch Handschellen um. Was liegt in dem Personalraum rum? Hä? Ich habe immer noch Handschellen an. Was ist denn jetzt los? Was ist das? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Habe ich noch nicht gehabt. Warte einfach noch ein bisschen. Spul auf volle Pulle. Habe ich. Ich laufe gerade zu meiner Zelle. Lava. Ja. Was kann man mit dem Gift machen? Vergiften, glaube ich. Ich laufe jetzt in die Waffenkammer. Ja, geht bei mir nicht. Ich habe das als, wie heißt das hier? Nur für Personal gekennzeichnet. Wenn ich da reingehe, werde ich erschossen. Ah, jetzt mal nicht gemacht. Ja, das sagst du mir jetzt. Ah, ich laufe mit dem Schlagstein. Ich habe meine Handschellen um, ich kann nichts machen. Was ist das, Alter? Das ist voll verbuggt gerade. Oh, hier ist ein Schlagstock. Mit dem kann man aber auch nicht viel Schaden anrichten, wa?
Ne. Ich gehe jetzt in die Kantine. Ich laufe jetzt in meine Zelle. Mein Gott, was ist das denn? Das bringt nichts. Ich kriege immer nur einen Punkt und den muss ich für Überspringen einsetzen. Ich kann mich gar nicht verbessern. Das ist voll scheiße. Was ist das denn, ey? Oh, hier ist ein Aufstand in der Zelle bei mir im Zellentag schon wieder. Ich komme da mit Handschellen an. Die läuft hier nackt rum mit einer Axt. Die hat eine Axt. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein Folgenpäuschen und dann machen wir nächste Folge weiter, oder? Ja, bringt glaube ich nicht viel. Ich krieg hier keine Punkte und ich muss immer die 10 Stunden jetzt absetzen. Das ist voll dumm. Ich krieg keinen einzigen Punkt. Ja, wir machen Pause. Ja, ich sage dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.